Mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie entwickle ich Lösungen zu Prüfungsfragen. Hier wird gefragt nach einem Cafeteria-System und zwar im Zusammenhang mit den Sozialleistungen. Wir sind also im weitesten Sinne im Personalmanagement oder Personalwesen. Na, das ist ja falsch geschrieben. Cafeteria-System. Sie alle wissen, was eine Cafeteria ist. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf Sozialleistung? Nun, im Wesentlichen drehen sich Cafeteria-Systeme um drei Bereiche, nämlich um die Arbeitszeit, das Entgelt und die Altersvorsorge. Und der Gedanke eines Cafeteria-Systems ist nun, genau wie in einer Cafeteria, die man betritt und sich ein Tablett nimmt, dass man nun hier individuell zusammenstellt. Man stellt sich als Mitarbeiter diese Leistungen oder Kombinationen, ja, also eine Kombination im Grunde, eine Kombination, so wie der eine nur Suppe nimmt, der andere nimmt Suppe und Salat, der dritte nimmt Hauptgericht und Nachtisch, aber keinen Salat. Ja, so ähnlich hier eine Kombination individuell zusammengestellt aus diesen drei wesentlichen Aspekten hier, wobei im Rahmen von Entgelt man auch unterscheiden kann in Geld, in Geldleistung und in Sachleistung. Ja, dass jemand sagt, statt jetzt noch ein bisschen mehr Geld zu bekommen, womit der Staat sowieso einen wesentlichen Teil im Rahmen meiner Grenzbesteuerung wegsteuert, möchte ich lieber einen Firmenwagen haben. Ja, also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten der individuellen Zusammenstellung und das ist die Idee eines Cafeteria-Systems. Und jetzt ist noch die Frage, warum? Nun, weil die Menschen im Laufe der Zeit auch immer individueller geworden sind. Diese klassischen Lebensmodelle, die wir vor 40, 50, 60 Jahren hatten, mit dem Mann, der Geld verdient, die Frau, die die Kinder erzieht, da gibt es heute viele, viele, viele Lebensmodelle. Natürlich gibt es dieses klassische Modell immer noch, aber daneben viele, viele andere Modelle und deswegen ist diese Individualität nur reflektiert hier in diesen Formen der Sozialleistung. Also die gesellschaftliche Entwicklung wird hier im Grunde reflektiert. Und wenn man in Zukunft für die Mitarbeiter attraktiv sein und bleiben will, dann ist der Weg zu diesem Cafeteria-System ein guter Weg. Natürlich ist das zeit- und kostenintensiv, so etwas zu machen und das hier hinzukriegen, damit das auch sauber irgendwie passt für alle Seiten. Aber das lohnt sich, weil der Mitarbeiter sich hier auch individuell betreut fühlt. Okay, das war's für dieses Video. Klicken Sie jetzt unter dem Video auf www.spaßlerndenk-shop.de, damit Sie endlich mit leichten und schnellen Lernhilfen arbeiten können. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.